Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2, Part 28 von mir auf 94. Ja, den letzten... Bist du farbenblind? Ich war rot. Ach, Maul. Ihr wollt das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Und zu viel. Ehrenwort. So, den letzten Part habe ich auch verkackt, indem ich gesagt habe, das wäre Part 26. Nein, es war 27 und deswegen ist diese 28 und nicht 27. So. Und ja, im letzten Part haben wir hier Marty und Sprengstoff abgeholt. Und das ja, ist das wollen Hotel. Jetzt hier hinten ins Hotel. Ist deine Garage. Ja, wenn du da draußen hupst, kann ich das auch. Und ja, das Hupen war gerade echt bei mir draußen. So. Ach ja, jetzt rollst du nicht aus, Park ne? Da und lass alle knarren hier. Nicht, dass uns Clementis Leute filzen und wir auffliegen. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, oh, nochmal das gleiche Auto in hell. Und da hinten... Alter! Diese Puzzlelacken hier, die nicht fahren können, ne? Da hinten nochmal das gleiche. So. Wo soll ich das parken? Ah, okay. Okay, Rito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Noch. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Nein, der ist nicht nervös. Ist, nee. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier. Wer spricht denn schon mit sich selber? Wie darf ich mit? Nur komische Psychos, wie zum Beispiel Let's Player oder so. Na, ich mach mal ganz kurz hier die Fenster zu und dreh die Heizung auf. Bis gleich. Oh, und da bin ich auch schon wieder. Bah, ich hab mir gerade irgendwie den Zeh richtig scheiße am Stuhl gestoßen. Meine Güte. Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Bestimmt da links. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Was? Finde einen Weg ins Innere und sieh dich nach Uniform um. Hallo. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja. Kannst du mir sagen, warum du schwarz bist und trotzdem so eine Stimme hast? Kann ich Ihnen helfen, Sir? Na komm, ich möchte euch helfen. Kann ich euch irgendwie anreden, Sir? Hey. Ja. Soviel ich weiß, dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Und? Wo ist Soweit er? Ich weiß, hast du keinen Penis. Zigarettenpause. Boah. Lass sie doch nicht die Eier aufschneiden, Alter. Aber lass mich mal da durch. So. Hi. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Welch ein Zufall, dass er genau dann ankommt. Zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Welch ein Zufall, dass er genau ankommt, wenn ich hier bin. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Ah, oh, darf ich hier jetzt schon wieder Klamotten ausrauben? Na, hier die Physik gefällt mir. Kann ich die... Na? Ich hab den noch gerade fast darunter gehauen. Ne, das geht anscheinend nicht. Schade, ich fänd's lustig, wenn die jetzt auf dem Boden liegen würden. So. Und Moment. Hier. Boah, sieht ja scheiße aus.
Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Setz dir doch zumindest die Mütze gerade auf. Legen wir los. Jetzt sehen wir aus wie ein richtiger Italiener. Bibidi babidi. Weil jeder Italiener einen Schnurrbart hat. Hey, ihr zwei. Hier rüber. Ja, warte, ich muss noch kurz die Tür zumachen. Hi. Die Schweinerei weg, ihr Idioten. Bist du da die Schweinerei weg? Bist du bescheuert oder was? Kannst mich mal am Arsch lecken. Habt ihr Scheiße in den Ohren? Hierüber habe ich gesagt. Ja, ich bin ja da. Hi. Was geht denn? Na los, ihr Idioten. Was willst du? Hä? Willst du dich mit mir anlegen, hä? Ich hab Schnurrbart. Hey, ihr zwei. Hierüber. Ja, ich bin doch schon da. Nee, geht nicht. Da ist eine unsichtbare Wand vor dir. Wisch die Schweinerei weg, ihr Idioten. Ja, ich bin doch da. Kann ich dich nicht irgendwie kalt machen? Habt ihr Scheiße in den Ohren? Hierüber habe ich gesagt. Ich stehe doch hier schon. Ach komm, leck mich. Mach die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Ich brich dir gleich den Hals. Kipp mal den Eimer oben auf ihn. Na los, Bewegung. Hey ihr beiden, da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na macht schon. Hey Richie, komm mit. Ja klar, die erkennt jetzt halt wirklich keiner mit dem Schnurrbart, ne? Ey, ich hätte ihm so den Eimer in den Hinterkopf geballert. Das war Henry. Ja. Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Ja, wir müssen ja eh noch oben sauber machen. Warte, du hast das Putzzeug vergessen. Komm, nimm noch hier deinen Lappen mit. Ich hätte hier jetzt auch noch ein Heftchen. Nein. Kann mir nicht Henry nachgehen? Liegt denn hier? Egal. So, einmal alle Knöpfe drücken. Perfekt. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Ja, ist ja schon ein kleiner Unterschied, aber trotzdem. Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Okay. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Ihr okay. Findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank. Und verpisst euch dann wieder. Okay. Kannst du es hier mal kurz aufmachen? Achso, da hinten. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann kommt mit, ihr zwei. Okay. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Er ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Boah, stell also, dich Jungs, mal vor, wie dumm das wäre. Einer fällt hin auf. Und das 6 Mal hintereinander. Boah, das ist ein geiler Raum. Ey, ich guck mir das hier erstmal schön an. Die Gemälde ein bisschen angucken, obwohl die nicht so ganz meins sind. Der Fluch, der Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Ja, hilf mir mal. Nein, ich möchte noch wissen. Achso, hier ist gar nichts hinter. Okay. Können sich die Frauen dann aus... Warte, wollen wir das nicht noch wegwischen? Wir sollen das doch wegwischen. Du kannst das hier nicht einfach liegen lassen. Scheiße. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zum Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. Fällt bestimmt nicht auf. Ach, da ist das Loch. Das ist aber ein komisches Loch. Los, hier drüben. Oh. Ich das auch weg. Ja. Voll dabei. Oh, da liegen ein paar Zähnchen. In 2D.
Achso, an der Wand war auch noch was. Ja, ja, ja. Sauber machen macht Spaß, ne? Vor allem, weil das Blut ja so leicht aus dem Teppich rausgeht. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Okay. Wir sehen uns dann später. Okay. Und jetzt aufs Dach. Ja, sag das doch noch ein bisschen lauter. Ehrlich? Ja, aber klappt nicht immer. Wieso, Barkeeper? Glaubst du, ich habe mir 30 Zentimeter zum Spielen gewünscht? Alter. Ich dachte, die würden mich dann echt nicht erkennen. Aber das ist Clementi. War ja nix. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar. Und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Ja, ja, ja. Und an die Technik. Die Technik, die Technik. No, ich muss aufhören damit. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Hau rein, du alter Sack. Meint das Dach, ne? Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Warte, und in welchem Stock sollte jetzt die Bombe angebracht werden? Weiß das noch einer? 19 Elevatoren mit modifizierten Magazin. So das Ding her. 23 Schuss. Stockwerk 20. Gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Vollidioten. Habt ihr ein Problem? Was gibt's denn da zu glotzen? Macht einen Abgang, sonst komme ich runter und gebe euch was aufs Maul! Clementis, Mann! Schnell! Wir müssen hier weg! Die können einfach sagen, dass sie sauber machen mussten. Grüner. Den musst du dir anschauen! Jetzt so eine Explosion! Okay, es gibt doch bestimmt noch einen anderen Weg. Anscheinend nicht. Achso, ja klar, jetzt haben wir nur noch Molotow-Cocktails, Faust und das Dingsy hier. So. Du da hinten bist böse. Renn doch nicht raus! Gib mir Deckung, Vito! Bin ja voll dabei. Wieder da! So. Und in Deckung. Okay, Vito. Ja. Es geht los. Hast du das beim Militär gelernt? Komm. So. Gib mir Deckung, Vito! Kackvieh. Es ist vorbei! So. Mehr kannst du nicht? Okay. Und jetzt kommen sie von hier. Oh ja, bessere Waffen. Seht ihr ihn? Das ist alles? Dann blüht ihr was. Na, komm. Los, Vito. So. Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Na, Magnum. Ja. Lecker Eis. So, hier war noch einer, dann war hier einer. Ah, hier. Der ist nur leider schon despawned. Aber jetzt haben wir schon mal 4 Pistols, die wir mal kurz nachladen sollten. Ist nachgeladen, ist nicht nachgeladen. So, und jetzt ballern wir mal noch weiter mit der Magnum rum. Ha! So, jetzt geht's los. Okay, es ist eigentlich schon losgegangen, aber naja, alles was losgeht, hat auch ein Ende, würde ich sagen, ne? Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.